Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema Stress. Neurogenes Zittern gegen den Stress. So baust du Stress und Anspannung ab. Und dazu habe ich mir den Stresscoach, die Expertin für Tension und Trauma Releasing Exercise, Johanna Schäfer, eingeladen. Grüß dich, Johanna. Hi Carsten, danke für die Einladung. Das Thema Stress ist ziemlich präsent. Irgendwie kann uns ja alles stressen. Und ich habe in der Community rumgefragt. 80%, die abgestimmt haben, sind ziemlich gestresst. Und bevor wir auf das Thema neurogenes Zittern eingehen, wie bist du denn dem Thema Stress begegnet? Häufig steckt ja da vielleicht so eine Lebensgeschichte dahinter oder Berührungspunkte. Welche Rolle spielte oder spielt Stress in deinem Leben? Ja, ich glaube, man kann schon sagen, fast pauschal sagen, dass unser beruflicher Weg ganz viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun hat und so auch auf jeden Fall bei mir. Also um das mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen, ich komme eigentlich aus der Modeindustrie. Ich habe als Designerin für Modeunternehmen gearbeitet und das Design gemacht und habe das knapp 10 Jahre gemacht. Das sehr passioniert, ambitioniert, habe auch stressige Phasen dort erlebt. Natürlich ist ein bisschen kompetitives Pflaster, habe das aber sehr gerne gemacht. Und dann habe ich aber vom einen auf den anderen Tag, hat mein Körper das nicht mehr mitgemacht und ist sozusagen eingeknickt. Also ich bin auf dem Weg zum Restaurant, das weiß ich noch, mittags einfach so ein bisschen zusammengebrochen und mir war total schwindelig und ich konnte so nicht mehr weitermachen. Und das hat mehrere Monate angedauert, in denen nichts mehr ging. Und ich weiß noch ein Bild, an das ich mich erinnere damals oder was so ein Aha-Moment für mich war, war, ich lag im Bett und habe The Sopranos geguckt, diese Mafia-Serie. Und in dieser Serie hat Tony Soprano, der Anführer, das Oberhaupt, hat Panikattacken. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, okay, krass, ja, das ist genau das, was ich erlebe. Das passiert mit meinem Körper. Und da habe ich mich sozusagen selbst diagnostiziert, was da gerade mit mir vorgeht, dass das Panikattacken sind, die ich erlebe. Ich war zu der Zeit in London und es gab ganz viele Tests, weil man denkt ja auch, man hat was ganz Schlimmes, wenn der Körper auf einmal nicht mehr mitmacht und man ohnmächtig wird und einen Dauerschwindel hat und es wurde nie irgendwas festgestellt. Und so habe ich mich sozusagen da wiederfinden können und wusste dann, in welche Richtung es geht. Und dann habe ich versucht, natürlich damit umzugehen und habe ganz viel versucht, ausprobiert, was mir da heraushelfen kann. Und irgendwann habe ich eben TRE kennengelernt, diese Methode, um die es heute geht. Und die hat mir total geholfen. Und dann wurde eine Ausbildung dazu angeboten. Und es war ganz klar für mich, dass ich das machen werde. Einfach ohne Hintergedanken. Ich wollte damit nichts beruflich machen, aber es hat mich sehr interessiert und dann habe ich das neben meinem Beruf gemacht. Und irgendwann kristallisierte sich das so heraus, dass ich meinen Fashion-Job nicht mehr interessant fand. Es hat mir nicht mehr so viel Sinn gegeben und dann habe ich mich mit dieser Methode selbstständig gemacht und arbeite jetzt mit Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden wie ich damals und bringe diese Methode zum Stressabbau, zum Wohlfühlen, zum ja, diesen körperlichen Ansatz den Menschen bei. Ja, so, das ist der Weg, genau. Da sehe ich Parallelen. Also diejenigen, die meine Interviews hören, wissen, dass ich 2011 einmal Burnout hatte mit Nieren, dass die Nieren nicht mehr funktioniert haben. Ich bin meinem Hochbett im Studium nicht mehr hochgekommen, habe einfach nur hohes Fieber. Jetzt ist die Frage, einige stecken ja, ne? Burnout und du bist zusammengerutscht, wenn ich es mal so sage. Hat sich das bei dir irgendwie angekündigt im Nachhinein? Weil viele denken immer, okay, Burnout, einmal abbrennen. Johann König hat sogar ein Lied drüber gesungen. Es ist eine Volkskrankheit geworden. Stress. Allgegenwärtig. Aber hat sich das bei dir in irgendeiner Form angekündigt, Retro-Perspektive, du sagst, eigentlich hätte ich das ahnen müssen, dass da was im Busch ist. Naja, im Nachhinein denkt man darüber viel nach, auch währenddessen, aber dann im Nachhinein wird einem natürlich einiges klarer. Ich habe einfach über eine sehr lange Zeit, glaube ich, über meinem Kräftelimit funktioniert und das war so eine
Ich konnte früher mit Stress nichts anfangen oder das, ich war total resistent und sehr resilient und habe das, wie das mittlerweile auch in der Gesellschaft natürlich so wahrgenommen ist, wird das Stress ein bisschen was Gefühlsduseliges ist oder nicht so ernst genommen werden muss. So, das war auch meine Perspektive früher. Ich hatte da, ich mochte sogar Stress. Ja, das, diesen Buzz, dieses Machen und Leisten und Erreichen, das fand ich toll. Im Nachhinein habe ich einfach, glaube ich, eine sehr lange Zeit in einem ungesunden Klima verbracht und über meinem Kräftelimit gearbeitet und war in einem Beruf, der mir nicht gut getan hat. Das kann ich rückblickend so sagen. Aber es hat sich nicht angekündigt. Nein, das war von einem auf den anderen Tag da und ich wusste nicht, wo es herkommt. Ich dachte, ich habe was ganz, ganz Schlimmes. Ich habe MS oder also Menschen, die Panikattacken auch erleben, denken häufig, sie haben einen Herzinfarkt oder was wirklich was Schlimmes, weil wir das überhaupt nicht einordnen können, was da in dem Moment mit dem Körper passiert und dass das eben nicht nur so Larifari-Symptome sind, sondern dass das ganz ernstzunehmende, wirklich reale Symptome sind, die wir da erleben, in denen es gefühlt tatsächlich ums Überleben geht in manchen Situationen. Ja, warum frage ich danach? Weil ja viele vielleicht Symptome, körperliche Symptome von Stress zeigen, aber ihnen das nicht bewusst ist. Ne? Bauchschmerzen, kommt eine Wärmflasche drauf, Kopfschmerzen, nehme ich eine Kopfschmerztablette, körperliche Anspannung, gehe ich zur Massage. Und das ist auch eine Frage aus der Community, weil bevor wir auf die Drehtechnik zu sprechen kommen, einmal das Thema Stress. Und eine Frage ist, woran erkenne ich denn, ob ich gestresst oder sogar chronisch gestresst bin? Und was könnten körperliche Anzeichen sein? Könntest du da vielleicht ein paar Impulse geben? Ja, das kann sich natürlich ganz verschiedentlich äußern, aber ich glaube, wir alle können mit dem Bild, mit diesem sprachlichen Bild was anfangen, unter Strom zu stehen, diese krasse Aktivierung im Körper zu spüren, diesen inneren Alarmmodus. In Form von Anspannung, in Form von, also ich kenne das Gefühl, dass mein ganzer Körper surrt und irgendwie das Blut im Körper rast und also dieses unter Strom stehen. Und dann gibt es natürlich einfach eine ganz klare physiologische Abfolge, die da vor sich geht. Ja, also wir erleben einfach in solchen Extremsituationen oder einfach in alltäglichen Stresssituationen erleben wir einen Adrenalinstoß im Körper, der zur Folge hat, dass der Körper sich anspannt und ganz viel Energie bereitgestellt wird, die dann im Körper ist und die, so dass wir uns eben wortwörtlich unter Strom stehen. Und wenn wir es nicht schaffen, diese überflüssige Stressenergie irgendwie wieder zu entladen, dann stecken wir in so einer Hochspannungsschleife fest. Und ich glaube, also Stresssymptome, wie sich das äußern kann, das kann sich einfach mit einem Anspannungsgefühl äußern, das kann sich mit so einem, ja, wie ich vorhin gesagt habe, unter Strom stehen äußern, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, jede Art von Schmerz oder Unwohlsein, Krankheitssymptomen und oder? Ja, Symptome. total, total, aber eben auch Schwindel oder Bauchschmerzen oder in meinem Fall war es eben vor allen Dingen Schwindel. Aber ich glaube, das Gängigste, das Normalste, was wir alle kennen im Alltag, was auch einfach ganz normal ist, ist diese körperliche und mentale Anspannung, diese Überreizung, die wir einfach spüren und diese Dünnhäutigkeit. Also ich kann das vielleicht. Ich habe zum Beispiel auch nie mit Schlafproblemen oder so zu tun. Allerdings in dem Moment war ich dann sehr krankheitsanfällig. Also Stress, ich sag mal, reduziert deine Immunantwort. Es spielt in dem Moment zwischen Überleben und Weglaufen und Todstellen nicht wirklich groß die Relevanz. Und das spüren ja sehr viele, wenn sie Urlaub haben. Alle Viere von sich strecken, das Immunsystem bekommt Energie und merkt, ui, irgendwie ist hier was im Argen. Statt Urlaub machen wir erstmal krank. Und das sind eigentlich schon Anzeichen, dass dein Immunsystem aufgrund von Stressreaktionen limitiert ist in seiner Arbeit. Total. Also, wie ich das vorhin meinte, dass in diesen akuten Stresssituationen einfach so eine innere Aktivierung stattfindet und Energie bereitgestellt wird, damit wir
auf irgendeine Situation reagieren können, entweder weglaufen können oder uns wehren können, sollte da Gefahr bestehen. Diese Energie wird natürlich von anderen Bereichen abgezogen, ja, vom Immunsystem, vom Verdauungssystem und von den ganzen Reparaturarbeiten, die der Körper im Alltag so bewältigen muss. Und alles geht in diesen Alarmzustand, um bereit zu sein, auf eine bestimmte Situation reagieren zu können. Und das heißt, es ist natürlich gar nicht mehr Energie vorhanden für all die anderen Bereiche, in denen wir die unsere Energie brauchen. Ein Punkt da vielleicht noch, falls jetzt die Männer fragen, ja, in Anführungsstrichen nur die Indianer oder Indianer kennen keinen Schmerz und Co. Bei Frauen, erfahrungsgemäß im Coaching, habe ich sehr häufig, wenn das Thema Zyklus, Schwangerschaft und Co. und irgendwie funktioniert das nicht, dann ist Stress eventuell ein Thema. Und bei Männern, Jungs, wir haben auch Hormone, glaubt man manchmal nicht, aber die Libido spielt bei uns auch eine Rolle. Wenn wir früh kein Zelt mehr bauen, sollten wir zumindest mal im Hinterkopf behalten, gibt es gerade was uns stresst? Ist Libido gerade in irgendeiner Form irrelevant? Und da werden manche Männer zumindest hellhörig und sagen, Stress kann was mit meiner Libido machen, dann muss ich aber erstmal vielleicht doch darauf achten, wie ich mit meinem Körper umgehe. Dann hört der Spaß auf. Dann hört er im wahrsten Sinne des Wortes Spaß auf. Ja, also Stress kann ja am Ende alles sein. Und erinnerst du dich noch, was war so für dich der größte Stressor, der dahin geführt hat, dass du dich dann mit der Technik beschäftigt hast? Was war so dein größter Stressor im Leben? Da muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Also es kam tatsächlich unerwartet, dieser Zusammenbruch oder diese Überreaktion meines Körpers im Nachhinein, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ich glaube, es war so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass ich über eine lange Zeit hinweg einfach überfunktioniert habe. Und dann habe ich natürlich einfach viel gesucht und viel ausprobiert und war aber tatsächlich nicht zufrieden von dem Ansatz, der ja vielleicht heute noch vor allen Dingen gefahren wird, dass das meiste kognitiv sich abspielt und dass der somatische, der körperliche Anteil nicht mitbedacht wird. Und ich glaube, dass die moderne Psychotherapie noch mehr dahin gehen sollte, dass eben sich nicht alles kognitiv und rein zerebral abspielt, sondern dass es eben auch noch die körperliche Komponente gibt und mit diesem körperlichen Ansatz diese Übererregung, diesen Alarmmodus irgendwie aus dem Körper ausleiten zu können, der hat bei mir einfach total geholfen, weil diese Stressenergie ja irgendwo hin muss. Gerne erzähle ich gleich ein bisschen ausführlicher darüber, weil es so logisch ist und so viel Sinn macht, wenn man versteht, was da im Körper vor sich geht, dass diese körperliche Komponente einfach total wichtig ist. Ganz kurz, was kognitiv und körperlich, was wären dann zum Beispiel Stress- oder Anti-Stress-Übungen, wenn man so betiteln würde, die kognitiv funktionieren? Naja, ich glaube, dass nichts nur kognitiv und nichts nur körperlich funktioniert, sondern dass wir uns als menschlichen Organismus begreifen müssen und Kopf und Körper nicht separat funktionieren, sondern dass es ein menschlicher Organismus ist und dass also ich kann dir jetzt zum Beispiel was sagen, was dich total entspannt, was dich beruhigt und vermutlich wirst du feststellen, wie du einen tiefen Atemzug nimmst. Und dass sich dein Bauch ein bisschen entspannt und du wirst das körperlich merken. Ich kann aber auch dir was mit deinem Körper machen, dir durch das neurogene Zittern zum Beispiel zeigen, wie du deinen Körper auf einer ganz profunden Ebene, auf einer ganz tiefen Ebene entspannen kannst. Und das wird wiederum Auswirkungen auf die Funktionsweise deines Gehirns haben. Also es ist so ein, ich versuche es mal so, wenn man mich sehen kann, es ist so ein dualer Pfad. Es funktioniert in beide Richtungen, von oben nach unten, Kopf, Körper und von unten nach oben. Und ich glaube, dass das einfach nicht, dass dieser körperliche Anteil eben nicht ausgelassen werden kann. Ich hatte jetzt im Hinterkopf sowas wie autogenes Training zum Beispiel, was sehr häufig über den Verstand läuft und dann über den Körper die Energie zum Fließen gebracht wird. Und deshalb frage ich, ob es vielleicht da eine Trennung von den Übungen gibt. Die haben natürlich einen Einfluss auf den Körper, aber manche gehen halt eher über den Geist und manche gehen direkt über den Körper.
Ja, also das neurogene Zittern der TRE-Methode ist tatsächlich ein vollständig körperlicher Ansatz, wo der Körper einfach lernt, sich zu entladen, also die Stressenergie zu entladen. Aber warte, ich hatte gerade noch einen guten Gedanken, der ist jetzt gerade weggeflutscht. Bezüglich kognitiv, dass wir über den Geist Übungen machen. Also zum Beispiel das klassische Phänomen ist ja die Meditation, dass wir durch eine Anleitung uns in eine andere, ja, gedanklich anleiten lassen und uns hineinversetzen in bestimmte Zustände und das zur Folge hat, dass der Atem sich total beruhigen kann, dass der Körper sich entspannen kann. Absolut. Und vielleicht kann ich da noch mal kurz sagen, also Stress ist ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Stress. Es gibt so die äußeren Umstände, ne, wenn wir eine Deadline haben oder wenn wir uns 6 Monate lang kaputt gearbeitet haben oder wenn wir eine Trennung erleben oder was auch immer. Es gibt diese äußeren Umstände, die Stress in uns auslösen, aber es gibt natürlich auch die inneren Zustände, die Stress oder wir können selber in uns Stress auslösen, indem wir uns dann viele Sorgen machen über unseren Job oder irgendwelche Gedanken, die immer wieder um dasselbe Thema kreisen, mit denen wir uns verrückt machen und die dann zur Folge haben, dass wir uns selber total unter Stress setzen. Und ich glaube, dass solche Gefühle wie Angst, Wut, Scham, Schuldgefühle, dass das alles ein chronisches Feld von verstecktem Stress in uns auslöst, sodass wir nicht, dass man sich jetzt jeden Gedanken doppelt und dreifach überlegen muss und Angst haben muss, ich darf nicht oder sich sorgen muss, ich darf nicht so viele schlechte Gedanken haben. Aber ich will nur sagen, natürlich können auch so gedankliche Dinge enormen Stress in uns auslösen. Und es gibt einfach äußere und innere Umstände, mit denen wir uns in so einer Hochspannungsschleife feststecken lassen können. Also innere wären zum Beispiel stressverstärkende Gedanken wie, ich muss perfektionistisch sein, ich muss immer beliebt sein, ich muss alles alleine machen. Das kann in gewissem Maße, als ich Burnout hatte, waren 5 von den stressverstärkenden Gedanken 4 auf Maximum. Also ich muss stark sein, ich habe fast täglich trainiert, ich muss alles alleine machen, das ist durch Glaubenssätze geprägt worden bei mir, durch die Selbstständigkeit. Also wenn ich einen Fehler mache, bloß nicht zugestehen und Co. Und das hat mich dann am Ende fertig gemacht. Lass uns mal auf das Körperliche kommen. Und zwar die Pre-Technik oder Tension and Trauma Releasing Exercise. Wo kommt denn das überhaupt her? Was hat das mit auf sich? Ja, also TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises, ist eine körperbasierte Methode, die von dem Amerikaner Dr. David Baselli entwickelt wurde. Und so die Ursprünge oder der Hintergrund ist, dass er viel in Kriegsgebieten gearbeitet hat und diese Methode entwickelt hat für Soldaten und eben Menschen, die den Krieg überlebt haben, um ihnen ein Werkzeug an die Hand zu geben, um selbstständig mit diesen furchtbaren Erfahrungen umgehen zu können und mit diesem akuten Stress irgendwie ja, umgehen zu können, um sich selber, nachdem man diese Methode gelernt hat, eben bei Bedarf diese einzusetzen und den Körper von diesem Stressdruck und von diesen Erfahrungen befreien zu können. Genau, und was wir eigentlich tun oder ja, TRE, was wir arbeiten mit dem natürlichen Zittermechanismus des Körpers und bringen dem Körper wieder bei, zu zittern, um ihn von dieser Anspannung, von dieser Hochspannung, von dieser inneren Alarmbereitschaft irgendwie befreien zu können. Und also wenn du willst, erzähle ich einfach mal ein bisschen was Sehr, übers sehr gerne. Sehr, sehr gerne Zittern. auch dieses Zittern, weil viele werden jetzt ein Fragezeichen im Kopf haben mit Zittern. Das tue ich, wenn mir kalt ist. Ja, dann auch. Genau. Also ich sag mal so, genau. Also im Titel ist ja auch das neurogene Zittern. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich exotisch an, aber eigentlich haben wir das alle schon erlebt. Vielleicht ist es schon ein bisschen her, aber wir alle kennen das. Und zwar, also in meinem Fall ist es so, ich kenne das auch heutzutage noch, dass wenn ich super aufgeregt bin, wenn ich einen Vortrag halten muss oder so, dann fängt mein Körper an zu zittern. Und manche Menschen erleben das, wenn die super wütend sind in der Auseinandersetzung, dass die vor Wut zittern oder
wenn man sich erschreckt oder eben viele Menschen auch, wenn sie Panikattacken haben, so der letzte Teil der Panikattacke, da ist es häufig so, dass der Körper einfach anfängt, wie wild zu zittern. Und man kann eigentlich festhalten, dass der Körper anfängt zu zittern in extremen Situationen, wenn da eine Überforderung, eine riesengroße Überforderung gerade stattfindet. Und es scheint das natürliche Ventil des Körpers zu sein, um mit dieser extremen Situation umgehen zu können, um den Körper von dieser Stressenergie befreien zu können. Und ich bringe immer dieses Beispiel aus der Tierwelt, weil das so eindrucksvoll ist, weil man sich das so gut vorstellen kann. Wenn zwei Tiere, wenn ein Tier in der Wildnis ein anderes Tier jagt und dieses gejagte Tier entkommen kann, nicht gefressen wird, dann kann man beobachten, wie es sich irgendwo hinstellt oder hinlegt und anfängt zu zittern, um diesen krassen Stresszustand, um diese Todesangst der Verfolgungsjagd irgendwie ausleiten zu können. Es denkt nicht darüber nach, ob es zittern soll, sondern es lässt das einfach zu. Das ist ein Automatismus, der sich da einstellt. Und also das ist total gut dokumentiert und belegt. Und es gibt auch bei YouTube ganz viele Videos, wo man sich das angucken kann. Das ist einfach so, dass jeder Mensch und sogar jedes Säugetier eben diesen natürlichen Mechanismus hat, zu zittern in überfordernden Situationen, um ein überaktiviertes Nervensystem herunterregulieren zu können, um sich selber beruhigen zu können. Und bei TAE bringen wir den Körper in einen kontrollierten Rahmen bei, wie er wieder anfangen kann zu zittern, um sich von so einer starken Stressenergie im Körper befreien zu können und um Stresshormone abzusenken, um wieder den Körper in diesen biologischen Zustand der Homöostase zu bringen, ins Gleichgewicht zu bringen. Und jetzt habe ich natürlich vorhin diese Beispiele aufgezählt, in denen wir so ein Zittern schon mal erlebt haben. Und das ist natürlich, sind alles sehr unangenehme Situationen. Also es hat eine hohe emotionale Ladung, Überforderung, Angst, Wut. Der Unterschied ist natürlich bei TAE, dass wir das in einem sicheren Rahmen lernen und dass es ein wunderschönes, sehr befreiendes Gefühl ist. Also da ist kein Gefühl der Panik oder der Wut, sondern wir bringen den Körper bei, wie er das in einem kontrollierten und schönen Rahmen eben machen kann. Das ist ein sehr schönes, befreiendes Gefühl. Genau. Genau. Was passiert da, wenn du sagst, das ist natürlich? Also Tiere kann ich mir vorstellen. Jetzt stellen sich mir zwei Fragen. Wieso haben wir aufgehört zu zittern? Und was passiert da im Körper? Warum ist das ein körperliches Ventil, wenn das zentrale Nervensystem überfordert ist? Ja, also vielleicht erstmal, wieso haben wir aufgehört zu zittern? Also wenn ich jetzt hier vor dir in unserem Gespräch anfangen würde zu zittern oder wenn meine Stimme bricht und zittert, dann wäre mir das total unangenehm. Das wäre mir super peinlich und deswegen würde ich das total versuchen zu unterdrücken und dir nicht zu zeigen, weil ich Angst hätte, dass du denkst, ich bin schwach oder inkompetent oder unsouverän oder krank oder was auch immer. Und deswegen, wir alle versuchen ja, dieses Zittern tunlichst zu vermeiden im Alltag und diese Instinktreaktion des Körpers zu unterdrücken, um nicht krank oder schwach oder uns oder den Eindruck zu vermitteln, uns nicht unter Kontrolle zu haben. Und das heißt, wir lernen ziemlich früh dieses Zittern oder andere Mechanismen auch, ne? Das Weinen genauso, also solche Dinge, also solche natürlichen Mechanismen des Körpers, mit denen der Körper sich reguliert, auch ein Weinen, da ist ja, da will der Organismus wieder pulsieren und da will was rausgelassen werden. Auch das unterdrücken wir. Indianer kennen keinen Schmerz, was du vorhin meintest, wird uns ja ganz früh beigebracht. Und also zum Beispiel kleine Kinder, die zittern auch noch, wenn die sich fürchten oder wenn die wütend sind. Die denken da nicht drüber nach. Das ist nichts Schambehaftetes. Aber wir lernen dann einfach, das zu verbergen. Und ich hoffe auch, dass dieses Gespräch dazu beiträgt, dieses Zittern so ein bisschen zu entstigmatisieren, weil wir das in einem bestimmten Rahmen eben für uns nutzen können und da diesen ganz natürlichen Mechanismus wieder zulassen können, um uns von etwas zu befreien, was vielleicht wir schon viele Jahre mit uns herumtragen. Also zum einen höre ich raus, es ist natürlich, dass wir zittern, weil ich habe viele Jahre Kindersport gegeben, 1 bis 3, 3 bis 6. Und
da war das schon so, wenn die dann zum Beispiel, erinnere ich mich noch, eine Sprossenwand hochklettern mussten. Dann war da oben so ein kleiner Strick und dann mussten die sich auch runterlassen. Und da waren Kinder, die hingen da oben und haben, die konnten nicht loslassen, haben gezittert und die Eltern standen natürlich, jetzt hab dich nicht so und hör auf zu zittern, es mache, alle warten dann. Dann habe ich gesagt, ey, Vertrauen, das kommt mit der Zeit. Wir machen da einfache Übungen für und Co. Aber da habe ich das sehr deutlich gesehen, das Zittern. Und ich glaube, das geht uns auch so als Erwachsenen, wenn du sagst, wenn ich wütend bin, wenn ich Angst habe, Nervosität, ich spüre das auch vor Vorträgen, wenn ich dann so merke, oh, irgendwie so weiche Knie, so ein bisschen Puddingknie, so zittern. Jetzt hast du gesagt, okay, das haben wir uns abgewöhnt oder es wurde uns abgewöhnt. Wir haben uns das vielleicht auch verboten, in Anführungsstrichen. Aber was passiert denn jetzt nun, wenn wir körperlich zittern? Was sind da für Reaktionen im Körper? Naja, ich glaube, also so ganz medizinisch, neurologisch kann ich das nicht erklären, aber anscheinend, es scheint eben ein Mechanismus, ein natürlicher Mechanismus des Körpers zu sein, dass wenn irgendeine eine überfordernde Situation auf uns oder wir einer überfordernden Situation ausgesetzt sind, dass das der natürliche Mechanismus ist, mit dem sich das überaktivierte Nervensystem herunterregulieren kann. Und wir können das eben aktiv einsetzen, um diese körperliche Anspannung, die wir ja häufig einfach empfinden, so, ich weiß nicht, wo du Stress empfindest, wenn du oder wo sich das äußert bei dir, ganz viele spüren es im Bauch, diese Anspannung im Bauch, bei mir ist es total in der Brust und in den Flanken, manche spüren es im Nacken und im Kiefer. Wir alle spüren, haben bestimmte Bereiche, wo sich der Stress sozusagen manifestiert und dieses Zittern, wenn wir dem Körper das wieder beibringen, kann in diese Bereiche finden und das Gewebe wieder lösen und diese Anspannung eben entfernen. Ich weiß nicht genau, was der Mechanismus ist, den der Körper sozusagen zum Zittern bringt, aber man kann das eben in der Tierwelt beobachten oder eben auch an uns selber beobachten, dass das der natürliche Mechanismus zu sein scheint, mit dem sich der Körper befreien kann. Also der Organismus kann wieder pulsieren und es können sich einfach ganz starke Stressenergien und Anspannungen dadurch entladen. Also für mich vollkommen. Ich kenne das aus der aktiven Meditation, wo du eine Viertelstunde schüttelst. Diese Bewegung durch die Aktivität der Muskeln, quasi zum Beispiel Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol, abgebaut werden. Weil das ist ja der normale, ich sag mal, Fluchtinstinkt. Ne, wenn ich jetzt bedroht werde, dann nehme ich die Hände, die Füße in die Hände, die Beine in die Hände und renne weg. Und weil wir haben heutzutage so viel Stress und bewegen uns nicht mehr. Schütteln mal den Stress ab. Das ist ja auch ein Sprichwort, was der eine oder andere vielleicht kennt. Aber wir schütteln uns nicht oder wir bewegen uns nicht. Abgesehen, dass körperlich auch Training Stressor sein kann. Aber mal diesen Stress aus dem Körper verheizen, diese Stresshormone. Genau, es muss irgendwie raus. Das könnte ich mir zumindest erklären. Absolut, es muss sich entladen. Und wir können uns das nicht vorstellen, wie der Körper von alleine anfängt zu zittern. Also das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja, ne, wo man ich kenne das auch, wo man den Körper aktiv ausschüttelt, wo man sich hinstellt und bewegt und ausschüttelt. Aber die TAE-Methode, da aktivieren wir diesen Mechanismus, sodass er sich von alleine durch den Körper zieht. Das ist ohne unser Zutun. Wir zeigen dem Körper, wie er wieder von alleine da hineinfindet. Und am Anfang, einfach weil du das gerade mit den kleinen Kindern nochmal das Beispiel gebracht hast mit der Sprosse, da haben die sich bestimmt gefürchtet, ne, und haben angefangen zu zittern. Es kann aber auch sein, dass sie sich, naja, ich gehe davon aus, dass sie sich gefürchtet haben, aber ich wollte gerade die Brücke. Kann ich auch bestätigen. Ja. Kann ich bestätigen. Die hatten einfach genau. Angst, da runter zu gehen. Ja, genau. Aber also, um dieses Zittern einleiten zu können, machen wir natürlich bestimmte Übungen und die arbeiten erstmal damit, den Muskel so ein kleines bisschen zu ermüden. Und wir alle kennen das, glaube ich, aus dem Sport oder Yoga oder dass dieses Muskelzittern, wenn man einen Muskel ein bisschen beansprucht, sich leicht einstellt. Ne? Und dann ist aber das Merkmal der TAE-Methode, dass es, wenn wir dieses
dass sich dieses Zittern von alleine aktivieren lässt und von alleine durch den Körper ziehen lässt. Jetzt hast du ja an sich schon die ein bisschen vorgedeutet, wie die Technik abläuft. Lass uns das mal klären. Wie läuft denn jetzt so eine Pre-Session ab? Ja, also der Dr. David Baselli hat 7 Übungen entwickelt, die man macht, um bestimmte Teile des Körpers oder Muskeln des Körpers leicht zu ermüden. Also das sind total leichte Übungen, Dehnübungen, die jede Altersklasse, jeder Fitnessgrad bewältigen kann. Und wir spannen bestimmte Muskeln an und ermüden sie leicht. Und dann geht es in Rückenlage und wir aktivieren dieses Muskelzittern, sodass es sich von selbst im Körper fortsetzen kann. Und es ist ein bisschen ein Prozess. Das ist nicht so, dass man beim ersten Mal direkt unkontrolliert sowieso nicht, aber direkt am ganzen Körper anfängt zu zittern und das einfach von heute auf morgen da ist, sondern es ist ein Prozess. Beim ersten Mal in der ersten Sitzung beginnt das in den Beinen. Beim zweiten Mal kann es sich schon ein bisschen ins Becken bewegen, dann vielleicht in den Bauch und in den Oberkörper. Und irgendwann hat das Zittern den ganzen Körper erreicht und findet eben diese Stellen, wo wir ganz individuell unseren Stress, unsere Anspannung halten und kann dieses feste Gewebe, also das Zittern kann dieses feste Gewebe lösen und diese Anspannung ableiten. Also 7 Übungen im Vorfeld. Kannst du da vielleicht 1-2 Übungen nennen, dass wir ein Bild davon haben? Was mache ich da für Übungen? Ja. Übst du Verrenkungen oder was ist das? Nee, also okay, lass mich nachdenken, wie ich das am besten beschreibe. Wir arbeiten uns sozusagen von unten nach oben. Wir fangen bei den Füßen an, dann geht es über die Waden, die Adduktoren und zuletzt den Psoasmuskel, der auch besonders spannend ist. Und zum Beispiel eine Übung, das ist die letzte Übung, das ist zum Beispiel so ein Wandsitzen. Ja? Man setzt sich gegen die Wand wie auf einen Stuhl, nur dass es keinen Stuhl gibt und bleibt 5 Minuten in dieser Position. 5 Minuten? Ja, und wir können da so viele Pausen machen, wie nötig sind. Man kann immer wieder kurz hochkommen, ausschütteln und dann wieder sich hinsetzen. Das wird mit der Zeit sehr viel leichter. Also der Körper gewöhnt sich schnell, aber ja, das ist erstmal ein bisschen anstrengend. Aber wie gesagt, man kann 5 mal, 10 mal hochkommen und das geht natürlich total in die Oberschenkel und ermüdet diese Muskulatur. Genau, eine andere Übung ist, also die letzte Übung schon in Rückenlage, kann man sich so vorstellen, dass man die Beine anwinkelt und die Fußsohlen aneinander bringt. Und vielleicht sagt den einen oder anderen die Diamond Position oder die Butterfly Position etwas, dass die Knie sozusagen nach außen fallen. Und dann bringen wir diese Knie die Fußsohlen sind weiterhin gegeneinander gelegt, bringen wir ganz langsam nach innen und da baut sich das Zittern natürlich dann extrem auf. Und es gibt übrigens ganz viele Videos, wenn man sich das anschauen möchte bei YouTube oder auf meiner Webseite, da zeige ich das auch, wie das aussieht, damit man sich mal vorstellen kann, wie so ein Gezitterer aussieht, weil man kann sich das tatsächlich nicht vorstellen, wenn man es noch nicht erfahren hat. Ja. Ich glaube, manche haben dann das Bild davon, dass man auf dem Rücken liegt und dann durch den ganzen Raum zittert. Gibt es aber Momente, wo du sagst, krass, das ist so stark, das Zittern, weil das ist nämlich eine Frage aus der Community. Kann ich das Zittern dann steuern und komme ich da wieder raus oder wie beende ich das Ganze? Absolut, man kann jederzeit aufhören damit, indem man die Beine ausstreckt vor sich und dann hört das Zittern auf. Also das ist nicht so, dass das unkontrolliert abläuft und man sozusagen fremdgesteuert ist, sondern man hat das immer unter Kontrolle, kann jederzeit pausieren oder aufhören. Und es ist schon so, dass bei manchen Menschen das sehr stark ist, das Zittern. Das hängt immer einfach nicht unbedingt von der Stärke des Stresses ab, sondern einfach wenn Menschen sowieso sehr laut sind im Leben und sehr extrovertiert sind, dann ist das Zittern häufig auch sehr stark. Vielleicht kann man es so ein bisschen erklären. Aber es ist nicht so, dass man sich von Wand zu Wand wirft, sondern es ist auch lustig, das Zittern verändert sich total im Prozess. Ja? Also das ist nicht, das macht man nicht im Schnelldurchlauf, das lernt man
im Prozess und das baut aufeinander auf. Und man kann dann sehen, dass am Anfang, wenn da zum Beispiel die Bewegungen sehr ruckartig, sehr so ein bisschen unkontrolliert wirken, dass sich das immer weicher wird und sehr harmonisch beginnt, wie so ein bisschen so wie so ein Fisch im Wasser. Das Zittern verändert sich und wird weicher und harmonischer. Genau. Und das kann sich dann von, weil du hast den Hüftbeuger einmal etwas deutlicher erwähnt. Das zieht sich dann durch den gesamten Körper. Also manche zittern erst in den Beinen, Adduktoren, kann es sein, dass es hoch bis in die Schultern geht. Ja. Was sind denn da so die, ich sag mal, limitierenden Faktoren, die du bei deinen Klienten siehst? Du sagst, okay, da könnte noch mehr zittern, aber da steht ihm vielleicht was im Wege. Hast du da vielleicht Erfahrung? Was könnte das sein? Ja, also jeder Körper bewegt sich anders und jeder Körper ist anders blockiert. Bei Frauen zum Beispiel ist ganz häufig, dauert es ein bisschen, dass es über das Becken hinausgeht, weil einfach dieser Bereich Becken für uns häufig sehr sensibel behaftet ist. Erfahrungen, Frauen, die Kinder haben, die Geburt, all das kann schwierig sein und dann dauert es manchmal ein bisschen länger, bis das Zittern über diesen Punkt hinweg nach oben finden kann. Und das kann man natürlich unterstützen. Oder wenn wir einen Unfall hatten, eine Schulter verletzt haben oder ein Bein, oder dass sich da wie so ein Schutzschild, ein muskuläres Schutzschild drum gebildet hat und da einfach das schwierig ist, das Zittern da hineinzubekommen. Aber das schauen wir uns natürlich dann individuell an. Und eine andere Blockade, die ich einfach nochmal ansprechen möchte, also oder ein Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass das eine Methode ist, also es ist ja auch schon im Namen enthalten, Tension and Trauma Releasing Exercises, also es geht um Stress, aber auch um traumatischen Stress. Und dass wenn Menschen in der Hinsicht Erfahrungen gemacht haben, traumatische Erfahrungen, oder eben wie bei mir mit Panikattacken oder mit Angstgefühlen zu tun haben, dann ist es total wichtig, dass man sich da anleiten lässt. Denn wenn wir anfangen, mit dem Körper zu arbeiten, dann kann sich ganz viel lösen an Gefühl. Es ist immer wieder total berührend, dass wenn ich sehe, also wie viel sich da lösen kann. Nicht, dass das angstbesetzte Dinge sein müssen, aber dennoch, wir halten ganz viel im Körper und deswegen Menschen, die in der Hinsicht Erfahrung gemacht haben, sollten sich da beraten lassen und das mit Anleitung machen. Mhm. Da ist auch die Frage, ne, kann ich das jetzt einfach alleine machen? Du sagst, die verlinke ich euch natürlich auch, die Videos von Johanna, ihre Website, das, kann ich das alleine machen? Oder besser in einer Einzelsitzung oder Gruppensitzung. Also ich weiß, dass wir es damals in der Ausbildung zum Stress- und Burnout-Prophylaxe, dass wir es auch in der Gruppe gemacht haben. Mhm. Was wäre jetzt aus deiner Sicht vielleicht empfehlenswert? Also ich finde es immer gut, sich anleiten zu lassen. Es gibt mittlerweile ganz viele Videos auf YouTube und Bücher dazu, wo genau die Anleitung auch oder zumindest eine Anleitung gegeben wird, wie man das selber machen kann. Und das kann jeder für sich auch ausprobieren. Und so ein Zittern in den Beinen wird auch jeder erreichen können. Und dann ist es natürlich ganz nochmal individuell bedingt, dass das Zittern dann auch in den Oberkörper fließen kann, in die Bereiche, wo wir diese Anspannung halten. Das würde man dann, wie zu sagen, sozusagen mit Feintuning, vielleicht mit Begleitung erlangen und nochmal eben Menschen, die da schwierige Erfahrungen gemacht haben oder die mit Angst zu tun haben. Da ist es ja häufig so, dass, also ich weiß das selber, dass Menschen, die mit Angst zu tun haben, dass da jede neue Körperempfindung total sensibel beobachtet wird. Das könnte das wieder was andeuten, könnte das wieder eine Panik ankündigen, was passiert da in meinem Körper. Deswegen einfach um da sicher und langsam herangeleitet zu werden, lohnt sich das schon mit Anleitung zu machen. Genau, und ich mache das im Einzel, 1:1. Und dann habe ich auch einen Gruppenkurs, aber das ist dann für die Menschen, die das schon beherrschen sozusagen oder die Einführung schon gemacht haben. Ja. Wenn du sagst, 5 Minuten sitze ich an der Wand und es sind 7 Übungen und das Zittern, das braucht eine Weile. Wie lange, was kann ich mir vorstellen, wie lange dauert so eine Session?
Also das ist vor allen Dingen, also so eine Session, die dauert bei mir 60 bis 90 Minuten. Aber ich sag mal so, am Anfang machen wir diese ganzen Übungen, um dieses Zittern überhaupt erstmal so ein bisschen wie so ein Funken zu geben, damit sich das verselbstständigen kann, also im kontrollierten Rahmen verselbstständigen kann. Irgendwann, der Körper lernt total schnell. Ich könnte jetzt hier im Sitzen anfangen, Tae zu machen und zu zittern. Ich kann das abrufen, wann immer ich möchte. Der Körper lernt das total schnell und irgendwann brauchen wir diese Übungen auch nicht mehr. Also so eine Eingangssitzung dauert 60 bis 90 Minuten, aber nachher, wenn ich das geübt habe und in den Alltag integriert habe, dann kann ich mich für 5 Minuten auf die Couch setzen und den Körper zittern lassen und sozusagen den Stress des Tages kurz entladen. Oder ich habe das früher, wenn ich hier in meinem Fashion-Job, wenn ich da präsentieren musste und immer super aufgeregt war, habe ich mich für 5 Minuten in ein leeres Büro gesetzt und das kurz gemacht, um diese krasse Anspannung und Nervosität rauslassen zu können. Also das ist total flexibel einsetzbar nachher, wenn der Körper das einmal drin hat. Okay, also dass wir nur ungefähr eine Zeitvorstellung haben. Jetzt sagst du, Gruppe ist eher für Menschen, die das schon geübt haben. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte damit anfangen, ich möchte mich einweisen lassen in die Drehtechnik, ist es da egal, ob ich dann emotionalen Stress habe oder einen körperlichen Stress? Sagst du, hey, das funktioniert bei jedem Stressor? Ja, weil, also ich habe das ja vorhin hier mit diesem, ich mache nochmal die Handbewegung, dualen Pathway, mit diesem dualen Weg erklärt, dass es nicht das Gehirn und also Kopf und Körper nicht überhaupt nicht voneinander getrennt werden können. Und dass, wenn wir uns in Stressgedanken feststecken, dass das absolut körperliche Auswirkungen haben. Weil der Körper, das ist nochmal ein interessanter Impuls, der weiß nicht, ob wir uns gedanklich in eine Situation begeben und uns Sorgen machen vor dem Gespräch mit dem Chef nächste Woche, ob wir das dann tatsächlich erleben gerade oder ob das nur ein Gedanke ist. Das kann der Körper nicht unterscheiden. Es laufen die gleichen physiologischen Abläufe im Körper ab. Es werden die gleichen Stresshormone ausgeschüttet. Und deswegen absolut. Also es ist ganz egal, ob man sich emotional oder mental aus dem Gleichgewicht fühlt oder ob man eine krasse Anspannung im Bauch spürt. Das tut immer gut, weil der Körper einfach etwas entladen kann, ein zu viel entladen kann. Also quasi wie so ein aus dem Wassereimer einen kleinen Hahn aufdreht und mal Druck Ja, ablässt oder dass es ja. uns besser geht. Ja, also ganz viele, es gibt auch Leute, die das wirklich mit Blase entleeren vergleichen, dass da was abge, dass man was ableiten kann. Es muss was raus, es ist was voll. Und das können wir eben auch mit diesem Zittern tun und uns damit entladen, entleeren. Also ein schöner Vergleich. Diese Leichtigkeit, die wir danach spüren. Jetzt ist die Frage, Johanna, wenn jetzt tatsächlich jemand sagt, du, ich habe mir die Videos angeschaut, ich habe da irgendwie so was Zittermäßiges hinbekommen, aber ich weiß gar nicht, ob das, es fühlt sich gut an, aber ich möchte das noch mehr vertiefen. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie würde so eine 1:1-Session aussehen? Ja, also ich habe eine Webseite. Man findet mich da ganz gut, carlajohannascheffer.com. Bei Instagram oder eben über diese Webseite kann man ganz leicht mit mir Kontakt aufnehmen. Ich empfehle natürlich auch meinen Podcast. Ich habe einen Podcast, wo ich ganz viel über dieses Thema spreche und eigentlich jede Woche etwas gegen Stress vorstelle, was einfach im Alltag gut hilft. Genau, man kann mich einfach anschreiben und wir würden einfach mal miteinander sprechen, ob das für beide Seiten passt. Und ja, seit Corona, seit 1,5 Jahren, habe ich eben angefangen, das über Zoom zu machen, online zu machen, was total gut funktioniert, weil wir uns in unseren eigenen 4 Wänden ja fast noch sicherer fühlen und uns richtig gut auf diese Methode einlassen können. Und deswegen spielt das in dem Fall total in die Karten. Das ist natürlich auch toll, weil dann ich mit Menschen in Kontakt komme, die in Berlin wohnen oder in der Schweiz wohnen oder in Österreich wohnen oder in Stuttgart sind. Also genau. Ja, also das verlinke ich euch in diesem Podcast, Website, Videos und Co. Schaut da gerne in die Shownotes unten drunter, verlinke ich euch alles.
Klickt euch da gerne durch, nehmt mit Johanna Kontakt auf und wenn ihr mit Johanna Kontakt aufnehmt, bestellt ihr die Grüße von Carsten, dann kann sie das zurückverfolgen. Ah, da war was mit dem Interview. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, wünsche uns viel Spaß beim Zittern. Ja, yeah, shake so, it off. So ausdrückt, shake it off. Dann nehmen wir fast das als Schlusswort. Social Media und Co. verlinke ich euch natürlich auch. Schaut da gerne vorbei. Liken, abonnieren, kommentieren, mal eine liebe Nachricht schreiben, eine Frage stellen. Das ist so sehr wünschenswert aus meiner Sicht für kostenfreien Content. Und dann wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Ich danke dir vielmals, Johanna, für die tollen Impulse, für die Hintergründe. Und dann hören wir uns bald wieder. Johanna? Ja, danke. Ich danke dir vielmals. Ciao.